damit begrüße ich euch herzlich willkommen. Passt. Damit begrüße ich euch zu einer brandneuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sind immer noch in den Wäldern unterwegs. Hier wird geschnibbelt, was das Zeug hält. Boah, Alter, wie lang der Baum ist. Guck mal. Ja, so langen Baum hätte ich auch gern. Was? Alter. Ja, das sieht ja geil aus, Mann, wie ihr das macht, ey. Perfekt, Mann. Ey, das ist ja... Ah! Alter, hey, mega, pass auf das Timing Alter. Auf. Die Karre ist ja gleich voll da, ey. Zack. Guck mal, das waren jetzt zwei Bäume. Da abladen und die nächste dann. Wir bräuchten noch den Wagen, nochmal. Das wäre perfekt. Da soll noch mal einer sagen, das hier ist nicht produktiv, das Teil, ey. Und ja. Dennis, du musst da weg, sonst kann ich... Sorry. Hier, verbiss dich mit deiner Kralle. Oh, Kevin, oh, lutsch mal den Kran. Hier, guck mal hier. Oh. Bin auch dabei, Alter. Hier, guck mal hier. Der Bonze steht da oben drauf, einfach so. Warte, Bonze. Jo. Ja, los, wir bringen mal weg gar nicht. Bei mir ist der Bronze unsichtbar. Echt? Ja. Ach, ja, wenn ihr die Ladung wegfahrt, dann können wir ja noch einen Traktor verkaufen, denn es sonst. Ja, und dann oder können wir Hackschnitze machen. Wie viel Geld haben wir gerade? 40.000 gleich. 40.000. Wobei, Köln, meinst du, da passt nicht noch was drauf? Ja, ein Baum passt da hundertprozentig noch drauf. Ja, dann mal hier, was ist da los? Ja, hier, rubbeli-rubbeli-Grips oder was? Ja, klar, da rubbel weg da. Ah, den Baum da? Ein Oschi, das ist ein falscher Baum. Warum? Weil das so ein kleiner Baum ist. Ja, das ist doch perfekt. Na gut, wenn du meinst, ne? Wenn du meinst, boah, das geht. Wie war denn das noch mit dem Gras hier, ey? Schon wieder voll vergessen alles. Ein Gras? Unter Gras? Ne, den kann man nicht mal packen. Den Baum kannst du gar nicht sägen, ne? Mhm. Ich habe jetzt vergessen, oh. Ja, eigentlich ist hier scheiße. Guck mal, hier stehen überall Bäume rum. Ja, aber ich kann den ja mitnehmen. Der war schon gesägt, Alter. Ich fahr dagegen und dann kickt er immer um. Achso, das war aber meiner. Hier geht doch, oder nicht? Ja, ja, jetzt so. hochheben, stopp. Warte, ich fahr noch ein bisschen höher. Ja, ja, so. stopp. Das geht Moneten immer ohne Ende. Warte, kannst du den. Warte, kannst du ein bisschen tiefer machen oder was? Ne, ein bisschen höher meine ich, ein bisschen höher, so, jo, wunderschön. Und jetzt? Jetzt sägt was das Zeug hält. Klar. Sag hier, oh, Baumstamm daneben, Baumstamm drin. Die auffängt. Jo, okay, wie, ach, ich bin schuld, ja. Pass auf, mach die Dings drauf und bring ihr weg. Wow. Boah. So, ich mach jetzt nochmal Gras hier. Ja, du musst da wegfahren, Dennis, weil du kannst die Schweine. Achso, du kannst den einen Stamm noch mitnehmen, Curry. Komm, da sind nochmal 2000. Was laberst du da, Bronze? So, ich guck mal, welchen Trecker wir hier schon mal verkaufen können, während der Curry der seine Akrobatik macht. Garage. Bronze, kannst du mal den Eintrecker von dem Dings abkuppeln? Von dem, was? Von dem Hackschnitzel-Ding da? Abkoppeln. Einfach nur abkoppeln. Machen wir. Ja, und jetzt? Okay, ich verkaufe jetzt einen. Ist der noch da oder ist er weg? So. Aber warte mal kurz, willst du wirklich einen Traktor verkaufen? Weil, guck mal, eigentlich bräuchten wir drei, ne? Ja, aber ich habe jetzt einen verkauft schon. Super, oder? Genau, ja, toll, den, wo ich gerade drin saß. Tut mir leid. Achso. Aber gut, kauf mal einen neuen, dann laufe ich auch mal in den Set. Ich verkaufe aber auch noch eben ganz schnell, das wollte ich noch machen, diesen roten Kran, den brauchen wir nicht mehr. Nee, das stimmt. Wir können es später lieber noch so einholen. Ja. So, den hier, ich lauf mal eben rüber und hol dann den neuen Traktor, ne? Warte mal, warte mal, wie teuer war der nochmal, Bronze? Ach ja, wir brauchen ja gar nicht rüberlaufen. Der Curry muss den erst den Holz abliefern, damit wir da Knete kriegen für. Also, warte mal kurz, ich guck mal eben. Also, entweder wir kaufen einen für 82.000, der ist halt auch ziemlich gut, ne? Oder am besten wäre natürlich, wenn wir den hier für 100 Dingens kaufen. 142.000. Curry hat da so. Ja, Curry, lass den Stamm da liegen einfach, komm. Curry hat da so eine Ladung hinten drauf, ey, wenn er die wegpfeffert. Ja, wenn er die Ladung reinbrettert, dann haben wir genug Asche. Mhm. Asche zu Asche. Baum und ich verlaufe. Yo, so, dann kommt der Curry gleich wieder. Wir machen die nächste Ladung drauf und dann gucken wir mal Spannmann für das nächste Fahrzeug. Ja, und der Bronze kann das ja mit dem Hackschnitzel mal abchecken, wenn er möchte. Ja, hier wird richtig abgebrummelt, Weggerubbelt. Oh. Was? Federstart im Sonderangebot. Beim Fahrzeughändler sind sämtliche Maschinen und Geräte vom Federstart für kurze Zeit billiger zu haben. Das Angebot läuft nur noch 6 Stunden. Oh, vielleicht ist da ein Traktor bei. Warte mal. Nochmal Sonderangebote. Federstart? Ah, das sind nur Seemaschinen und sowas. Achso, ja, schade. Baby. Aber cool, dass es auch so Sonderangebote gibt. So, ich guck mal, wo der Curry gerade unterwegs ist. Beobachte den mal auf der Karte, mal. Jetzt fahr ich hier rein, um das Eck ist er.
Hör mal, ich fahr hier rein, dann geht er los, die Fahrt. Baby, baby. Ja, am besten ist echt 142.000, ne? Ja, den bräuchten wir zweimal, dann hätten wir erstmal Ruhe. Der hat nämlich 190 PS, so weißt du, und die brauchen wir wirklich. Ja. Ja, du siehst ja, umso mehr Fahrzeuge, umso anspruchsvoller man nimmt, umso mehr Power braucht man, ne? Da hat der Traktor einfach nichts mehr gebracht jetzt. Der kam ja auch kaum wieder hoch und alles. Alter, es gibt ja so einen geilen Traktor für 200.000 von Lamborghini. Schön. Von Lamborghini. Schönes Teil. Ja, ja. Nee, bringen aber noch nicht den Zug weg. Das machen wir mit der nächsten Ladung dann, ja? Nee. Traktor von Lamborghini. Hm, guck mal. 200.000. Klar. Kennst du doch. Der ist zum Beispiel auch ziemlich geil. 220 PS, Alter. Weißt Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Dass die auch. Es ist doch die gleiche Marke wie die schnellen Autos, ne? Weiß ich nicht. Da ist ja noch eine Untermarke. Ich glaube, die haben sogar erst Traktoren gemacht und dann Autos. Ach so, ah, cool. Nice to know, ey. Nice to know. Wusste da, ey. Klar. Klar. Ja, logisch. Okay, Monte, du kannst den neuen Trecker dann gleich mal abholen, wenn du möchtest. Ja, wo ist der denn? Noch nicht da. Hui. Dann fahre ich dann mal gleich zum Hackschnitzel rüber dann mit dem neuen Traktor und dann checke ich das mal eben aus. Warte, Curry verkauft ist. Wie teuer war der Bronze? Das ist ein wahres Holzfeuerwerk. Am besten gucken wir mal, wie viel Geld wir haben und dann gucken wir mal, welchen wir kaufen, oder? Am besten, also wir könnten einen kaufen, der kostet 142.000. Der hat auch 190 PS. Der davor, wo du vorhin gesagt hast die ganze Zeit, wie teuer war der? Hä? 142.000, ja. Die anderen, die haben genauso viel PS wie die anderen, weißt du? Theoretisch würde das nichts bringen. Also 142.000 brauchen wir. Kirk, hast du schon leer? Ja. Okay, du musst den Zug wegschicken, wir haben zu wenig Geld. Okay. Am besten, einer könnte gleich nochmal eben ein bisschen Gras machen, also wegen der Kühe, weißt du? Das heißt, einfach nur zurückfahren hier zu unserer Station da und dann halt das Mähwerk anschließen an einem Traktor und dann einfach Gras abmähen. Das sind viel zu viele Aufgaben für drei Leute. Das können wir nicht alles gleichzeitig. Nee. Der Dennis muss ja auch, ich muss den Kran bedienen, der Dennis muss sein Fahrzeug da, der muss die Bäume fällen. Ja. Ja, Bonzo, wie gesagt, wenn du willst, kannst du es gerne abchecken. Aber falls du auch was anderes machen willst, verstehe natürlich. Ich check das mal kurz aus hier, was jetzt mit Hackschnitzel ist gleich. Ja. Und dann fahre ich dann rüber und mach dann nochmal neuen Traktor Gras können wir gleich holen. Hast du zu weggeschickt, Curry? Nein, Mann, ich muss einen Baumstamm hier noch holen gerade. Okay. Wer hat das Gras weggeraucht? Gefallen. Der Dennis. Yo! Kennst du Wall-E? Ja klar, Alter. Das sieht irgendwie so aus, die Schaufel, ne? Stimmt, sieht aus wie so ein Gesicht irgendwie. Voll abgefahren aus, ey. Ja. Guck dir mal an, wie das aussieht, ey. Guck mal, da fällt der Scheppe gerade da hinten aus. Hier. Ja. Wenn du reingehst, fällt die ein. Also das ist schon sehr geil gemacht, die ganzen Fahrzeuge. Da haben die Entwickler mein Lob. Und für alle, die sich den Farbensimulator 2015 kaufen wollen, ich habe unter dem Video natürlich einen Link gesetzt. Da könnt ihr euch das Ganze dann bestellen, falls ihr möchtet und selber spielen wollt. Wir müssen ja auf jeden Fall noch das Community-Ding machen. Das kommt ja auch noch. Zack. Oh, okay, cool, Curry. Also 143.000 hast du dieser Bronze, ne? Das ist natürlich wieder ein Brocken, ne? Aber dann sind wir wieder fast pleite. Aber dann machen wir jetzt wieder Holz hier und dann sparen wir aber auch mal ein bisschen auf eine halbe Mille oder sowas. Ja. Ja, wenn ihr einmal oder zweimal Holz macht, das geht ja schnell hier mit der Produktion, ne? Mit eurem guck mal, jetzt haben wir wieder 119.000, ne? Mit dem Cyber-Ding, da hat sich ja gelohnt dann, ne? Mit dem Cyber-Ding. Ja, der war echt eine gute Anschaffung. Eigentlich bräuchten wir so einen Wagen wie der Curry hat nochmal, wenn dann der Major mit sag ich ja. Weil dann können wir doppelt so schnell aufladen und doppelt so schnell abladen. Das doppelte Einkommen, weißt du? Das wäre echt die ideale Produktivität dann, glaube ich. Ja. Und Curry, hast du weggeschickt? Ja. Bist du auf dem Weg zu uns wieder? Ja. Hör mal, das ist prima. So, ich mach schon mal ein Bäumchen für dich bereit hier, ne? Nee. Oh, okay, 147.000 haben wir, genau. Super, ey. So, Bronze, was brauchtest du? 100, was? 100, jetzt 142.000, glaube ich, oder so. Ja, mit 190 PS. 150.000 gibt es den nächsten hier. Nee, 100, warte. Ah, sorry, ich habe ihn gesehen. Jetzt hast du auch ein paar Eier, paar Hühner gekauft hier, ne? Ist auch cool. Ja, so, Trecker ist da, kannst du abholen. Okay. Jetzt haben wir nur noch 5.000, Curry. Wir müssen rein, sonst gehen wir pleite über Nacht. Wir müssen rein, auf Curry! Sehr gut. Dann bringst du das Ding gleich vorbei hier direkt, ja? So, warte. Abschnitzel. Komm jetzt zu euch da hoch. Ja. Mach schon mal einen Baum für den Curry bereit. Damit wir auch ganz schnell wieder hier Geld haben. Weil, wenn wir jetzt Minus gehen, wäre das nicht so gut. Haben wir jetzt mal unser ganzes Einkommen verloren. Eigentlich müssen wir ja nichts jetzt kaufen, wir brauchen ja nichts jetzt. Ja, jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen sparen.
Okay. Ja, der hat jetzt 190 PS, also der fährt auch 50. Also der hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Power auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass wir das mit dem Ding hier bewegen können, ne? Ja, nicht, dass wir dann, ja, das müsste reichen. Nicht, dass wir noch eine größere Maschine brauchen. Nee, weil die gibt es ja auf jeden Fall, ne? Hast du ja gesehen, da für 300.000, da gibt es echt eine dicke Ultramaschine, ey. Aber das ist dann wieder Next Level Shit. Dicke Ultramaschine. Hä? Kommen wir nicht über den Pilz gefahren oder was ist da los? Was soll da, Dennis? So, Curry, hier, komm her. Hat der den Baum gebracht, doch mal, den Baum. So, Curry, wir machen mir das den jetzt. Baum gebracht. In der Folge machen wir das Ding noch voll, laden ab nochmal. Du hast da noch so eine Spitze drauf liegen. Ja. Hast du gut beobachtet. Okay, bin mal gespannt auf den Trecker vom Bronzer, ob das da mit dem Hackschnitzel geht. Lass mal einen Baumstamm dann hier liegen, Curry, ja? Ah, hier liegen ja genug, glaube ich, noch rum irgendwo. Okay, bist du ready? Nee. Hab mal Geduld, Alter. Wir müssen zack, zack machen hier. Jede Sekunde kostet Geld, Kevin. So. Und Bronze fährt sich seitdem besser? Also es fährt schneller auf jeden Fall, ja. So. Guck mal hier, ich guck gerade nochmal hier rein. Nein. 300.000 okay, ist doch, Next doch. Level Shit, 430 PS, ey. Alter, ey. Das sind dann echt die High-End-Maschinen, die wir dann irgendwann mal brauchen würden. Schnipp, schnapp. Boah, mit einem, guck mal, wie schnell das geht mit einem Baum. Das ist schon fast wieder voll, der Curry. Echt? Ist er nicht immer voll? Okay, ja, ja. Bleib ruhig hier stehen, Curry. Ich hol den nächsten Baum. Ja, warte, doch, eine Anschaffung müssen wir jetzt noch machen. Die Bäume reproduzieren, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, ja. Weil irgendwann haben wir keine Bäume mehr da und dann gibt es auch nichts ja, zum Abholzen. Du weißt ja auch nicht, wie lange die wachsen. Das sollten wir eigentlich gleich schon machen. Ja, das können wir in der nächsten oder übernächsten Folge mal angehen. So, Freunde. Das ist hier der neue Traktor. Guck sofort. Und den Baum hier irgendwie packen. Ist der süß. Ja, der ist klein, ja süß. Ne? Der sieht aber cool aus. Klein und wendig. Ja, ja. Ist halt ein moderner Traktor. Ja. Moderner, kleiner, putziger Traktor. Hast du mal den Traktor mit der Kette gesehen da? Für ja, 300.000, Alter. Das sieht aber geil aus. Oh, Curry. Feier ich irgendwie diese Modelle hier alle. Okay, dann muss ich mal gedacht, wieder dass wir hier so einen Landwirtschaftssimulator spielen, ey. Ja. Geht so, Curry? Achso, ich dachte, du bist ready. Sag mal Bescheid. Nee. Was? Motorleistung reicht für dieses Gerät nicht aus. Das ist doch scheiße. Ja, wie gut, aber. Was braucht man denn dafür? Guck mal bitte kurz nach. Boah, okay, warte, ich guck mal eben. Wo hast du die denn? Was war denn das für eine Maschine? Bei Forstwirtschaft. Oh, oh, oh. Ah, okay. Vorsicht, bisschen, näher, bisschen Curry, ja, bisschen gut, Curry. Wir haben nur 200 PS, näher, ne, Curry. Die Next Level hat 400. Siehst ja. Wir müssen echt irgendwann mal so ein Teil da kaufen, dafür 400 PS. Ja, dann verkaufen wir den jetzt wieder und holen den nächsten. Nee, wie teuer ist der denn? Zack. Der kostet 300.000 oder so. Am besten ist, ihr macht nochmal Dings und dann kaufen wir, verkaufen ja, wir nochmal den anderen Traktor und kaufen Curry. Dann noch den neuen, weißt du. Dann haben wir zwei gute Traktoren und können dann beide machen, weißt du. Oder? Ne, wir müssen den jetzt eigentlich logischerweise wieder verkaufen und jetzt von der Ladung her, die der Curry wegbringt, nicht den Zug wegschicken, Curry. Von der nächsten Ladung, wir machen jetzt noch zwei Ladungen, also insgesamt drei, also mit der drei und dann von dem Geld einen guten Traktor holen. Ich habe mich schon gewundert, nämlich, wir müssen echt nach der Power gehen bei uns, nicht nach PS, das ist Quatsch. Nein, hier steht, benötigte PS 250 PS, aber der hier hat jetzt leider nur 190. Ja, nee, ich meinte klar. Nur, weil der hier ist ja an sich auch nicht schlecht, der ist ja auch den mega, wir, weißt du? Den aber wir brauchen, der kostet, der Minimum, den wir brauchen, der kostet 298.000, ne? Hier, 320 kW, oh. 435, ach so, wie viel PS brauchen wir? 250, ne? Wir ja, brauchen, das ist wir der, brauchen ja. den blauen, ja, 254.000. Nee, der blaue ist auch falsch. Wir brauchen den Magnum 380 für 298.000. Das ist der beste. Ja, ja. Oder halt der daneben, ne? Also, je nachdem. Die sind halt gleich, nur ein unterschiedliches Modell. Pass auf, dann verkaufe ich den wir jetzt wieder haben. Ich guck mal, wie viel Geld wir dafür kriegen erstmal. Du könntest aber auch Dings kaufen, Dennis. Also, ich meine, klar, der Magnum hat natürlich jetzt hier 435 PS, ist ordentlich. 71.000 bringt uns das wieder bei uns. Das machen wir. Der ist weg jetzt. Guck mal, der andere hier, der hat 320 PS, der New Holland, weißt du? Mhm. Das würde auch reichen, theoretisch. Nee, wenn da 350 steht, steht da 350. 250 steht denn umsonst da, oder? Ja, also
Das Gerät braucht 250 PS Minimum. Ja. Ja, der Traktor hier, den du kaufen, der Magnum hat, der hat 430 PS. Also der ist ordentlich, klar. Und, PS der, oder... PS, wir reden jetzt nur über Pferdestärken. Und der andere New Holland hier zum Beispiel daneben, der für 254.000, der würde theoretisch auch ausreichen, weil der auch 320 PS hat. Ja, das stimmt. Ja, also aber falls ich wir 50.000 nicht haben... Ja, das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Weil guck mal, maximale Leistung 335 kW, ja, das ist doch Strom, oder nicht? kW ist doch Power. Ja, du kannst, wie gesagt, kW kannst du umrechnen in PS, ne? Ja, gut, wenn du das sagst, dann probieren wir das aus. Ich vertraue dir da. Steig mal aus dem Trecker aus kurz. Bin ich, oder? Bin okay. Ich. Verkauf den jetzt. Genau, was hast du jetzt für bekommen? Jetzt haben wir ja 70.000. Ja, also wir haben jetzt einen dicken Verlust gemacht, ne? Ja, das ist scheiße, ja genau. Aber das egal, meinte ich, kann man ja nicht vorher wissen. Ja gut, aber wir hätten ihn natürlich trotzdem behalten können, halt als Zweitdings. Ne? Wir machen jetzt einfach, ja klar, aber wir müssen jetzt ein bisschen schneller denken. Das genau, sind wir wollen das ja zeigen. Dann, weißt du? Ja. So, aber guck mal, der Curry hat jetzt schon 100.000 gleich. Hast du alles abgeladen, Curry? Nee, noch nicht, ich bin gerade dabei. Ja, jetzt haben wir 102.000, nicht den Zug wegschicken. Ja, du 100, brauchst nicht so anschreien. 100, nicht den Zug wegschicken, du Wichser! 105.000 haben wir jetzt. Wenn du alles abgeladen hast, kommst du zurück, machen wir nochmal zwei Bäume, dann machen wir nochmal zwei Bäume und dann dürfen wir die Knete zusammen haben. Und dann brauchst du macht sich aus dem Staub, weil er sich schämt. Nee, ich fahr mal eben rüber und mach Gras in der Zwischenzeit. Ja, ja, ja. Ja, Leute, also das kann passieren, ne? Da müsst ihr jetzt niemandem Schuld geben. Ich sag auch nicht Scheiße, Bonze, aber wie gesagt, ne, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht. Nee, wir konnten ja nicht wissen, dass da 250 PS für benötigt werden. Ne? Das aber krass, natürlich. Ne? Ja, klar. Okay, du bist schon wieder auf dem Rückweg, denke ich mal, ne? Nein. Ach, hast du noch einen Stamm drauf, oder was? Ja, da ist einer daneben gefallen, wenn das so vollgeladen ist. Ah, krass. Okay. Ich hole schon mal den nächsten Baum. Ah, jetzt super, jo. Ich hole schon mal den nächsten Stamm. Kann der Curry direkt einfach hier dran fahren. Alter, manchmal ist die Physik-Engine von dem Spiel aber auch eine Katastrophe. Manchmal, aber nur manchmal. Okay, nächster Baum ist da. Schön für den Baum. Falls wir uns dann irgendwann mal nochmal einen Traktor holen zum Beispiel, könnten wir uns auch einen für 300 PS holen, weißt du? Ja, weil, ja klar. So als Luxusgut, wie du gesagt hast, der würde dann auch für die kleinen Sachen über das Feld fahren. Ja, wenn und du so. Das Feld machst, Alter, rast du ja drüber, das ist ja ratzfatz. Deswegen, also ein Traktor hat natürlich viele Vorteile dann, ne? Ja. So, ich warte mal auf den Curry. Der Küt da schon wieder angerast. Der Küt, Alter, der Küt. Angerast mit 20 km/h. Eben. Aber guck mal, wir haben jetzt mal eben wieder 40.000 Umsatz gemacht, ohne Zug wegschicken. Ja, den Traktor, sag ich schon, den Traktor kriegen wir ganz schnell zusammen. Ja. Ne? Wir müssen sparen, sparen, sparen. Ja, sparen. Ja, darf nicht der Minusgeschäft einnehmen. Ja, und hört aus der Ferne so. So, der Küt da hinten. Ich fahre mit meinem Traktor rum. Aber mit dem Holz machen wir das schon richtig gut, finde ich, ey. Ohne Scheiß. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr produktiv jetzt. Ja. Zack, zack, zack. Wenn ich noch bedenke, ey, am Anfang, wie lange wir gebraucht haben, haben wir 4 Folgen gebraucht, um das Ding mal voll zu kriegen. Und jetzt in einer Folge machen wir 2 Fuhren voll. Oh, Hackschnitzel ist gerade, ist jetzt auf 1000. Könnte ich theoretisch nochmal verkaufen, ne? Ja, mach verkauf alles, was wir haben. Hau weg da! Polarbild. Nee, doch nicht. Ich bin doch nicht der Dennis. Okay, Curry. Ja. In den Kipper passen 8500 Liter. Kran wegmachen hier. Ja. Also Kipper und neuen Traktor brauchen wir mal. Ja. Einen größeren Kipper. Und dann kommen die ganzen Luxussachen wie LKW, Auto, irgendwas. Ja, ja. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen dauern alles. So. Folgen. Dennis. Los! Willst du mir in der nächsten Folge einen schnibbeln? Fahr vor, Curry! Alter! Jetzt wieder zurück. Kannst du dich mal entscheiden, oder was? Ich hab die mal auf 5 Meter gelegt. Entscheide dich! Damit du mir draufkriegst, eigentlich. So, nächster Stamm. Ja, wir machen weiter in der nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator. Es tut mir leid, dass es teilweise ein bisschen öde ist und immer das repetitive Gameplay, aber immer das ist wieder bei einer Simulation natürlich der Fall. Und wir werden jetzt aber in der nächsten Folge, denke ich mal, den neuen Trecker zusammenkriegen, ja, und dann können wir euch den auch zeigen und endlich die Hexenmaschine für Hackschnitzel da hinten benutzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einschaltet. Habt einen schönen Tag und bis dahin. Bye, bye! Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.